gleich bei Tesla fahren. Der dritte Teil über die Fahrzeuge, die eine gute Reichweite bieten und von den Kosten noch einigermaßen im Rahmen sind bei der Elektromobilität. Der Tesla-Fan. Heute mit dem dritten Teil der Fahrzeuge, die in einem guten Preis-Leistungs-Segment liegen, einigermaßen Reichweite haben und verfügbar sind. Wenn euch das gefällt, Daumen hoch, würde ich mich darüber freuen. Und ein Abo ist natürlich absolute Spitze. Aber lasst uns anfangen mit dem ersten Fahrzeug. Jetzt kommen wir zu Renault, der Renault Twingo. Ja, der Renault Twingo passt an sich hier nicht hundertprozentig rein. Ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, weil es eben ein günstiges Fahrzeug ist. Dieses Fahrzeug hat so ein paar Nachteile. Zum Beispiel mit CCS-Laden ist nicht gegeben beim Twingo. Man hat dort nur eine 11 Kilowatt Lademöglichkeit bzw. eine 7,4 Kilowatt Lademöglichkeit. Ja, wenn man sich den Twingo anguckt, ist es natürlich ein sehr kompaktes Fahrzeug, was ich persönlich erstmal gar nicht so schlecht finde, weil ja, wenn man in der Stadt unterwegs ist, ist so ein kompaktes Fahrzeug natürlich sehr gut. Wenn wir uns jetzt aber alle anderen Fahrzeuge angucken, dann liegen die alle bei knapp 300 Kilometer Reichweite. Der Twingo liegt mit 190 Kilometer Reichweite doch im wirklich kürzeren Bereich und ist wirklich etwas für Kurzstrecken. Das heißt, für jemanden, der wirklich nur kurze Strecken fährt, vielleicht an der einen oder anderen Seite dann auch sein Fahrzeug immer mal laden kann, für den ist so ein Fahrzeug dann ideal. Für jemanden, der damit längere Strecken fahren will, fällt dieses Fahrzeug an sich schon heraus. Das Fahrzeug mit der Beschleunigung von 12,9 Sekunden auf 100 ist nicht mal so schlecht für so ein kleines Fahrzeug und mit 135 Stundenkilometer kann er auch gut auf der Autobahn mitschwimmen. Allerdings natürlich nur über eine kurze Strecke, weil dann wird die Batterie auch schon alle sein. Ja, das Fahrzeug kostet normalerweise 23.790 und wenn man davon dann die nicht ganz oder knapp 10.000 Euro abzieht, liegt man bei 14.000 Euro. Das heißt, das Fahrzeug bricht diese Grenze unterhalb der 20.000 Euro. Das bedeutet für jeden, der ein Zweitfahrzeug oder ein Fahrzeug braucht und nicht die Bedürfnisse hat, große Strecken zu fahren, für den ist dieses Fahrzeug ein Fahrzeug, was er sich anschauen könnte. Ich habe dazu dann noch ein, zwei Sachen dazu konfiguriert, wie ich das bei allen gemacht habe. Und zwar habe ich mir ein Easy-Link zum Navigation, eine Rückfahrkamera dazu gepackt und ich habe eine Sitzheizung dazu gepackt. Ist nicht alles lebensnotwendig. Daher müsstet ihr mal schauen, ob ihr, wenn ihr das Fahrzeug wirklich nur für die Kurzstrecke nehmt, nicht den ganzen Kram rausschmeißt und eben bei diesen 23.790 Euro bleibt. Ansonsten kommt ihr auf 26.090 und liegt dann bei 16.000, wenn ihr das Fahrzeug nach Abzug der Prämie kauft. 16.000, 17.000. Also wirklich ein Fahrzeug für jemanden, der was sucht für die Kurzstrecke. Und diese Fahrzeuge sind eben auch verfügbar. Nicht so wie bei dem Up oder Mi oder Citigo, die ja, so wie mir in Kommentaren geschrieben worden ist, kaum noch zu bestellen sind, ist dieses Fahrzeug eben zu bestellen. Und wenn jemand ein Fahrzeug für die Kurzstrecke braucht und nicht so viel Platz braucht, vielleicht alleine meistens unterwegs ist, passt das, glaube ich, mit dem Fahrzeug sehr gut. In diese Kategorie, die ich vorstelle, passt das nicht so hundertprozentig rein, weil mit 190 Kilometern das Fahrzeug doch schon nicht so weit kommt. Aber kommen wir zum nächsten Renault. Ja, wenn wir jetzt beim nächsten Renault hingucken, da kommen wir dann zum Zoe. So, und da ist ja immer die Sache, mir schreiben immer denn die Leute, die Zoe, der Zoe, das Zoe. Ja, jeder hat da eine andere Vorstellung und ich habe, glaube ich, für jeden Artikel schon den Vorschlag gekriegt, dass das Auto so genannt wird. Ihr dürft das so nennen, wie ihr möchtet. Ich sage die Zoe, der Zoe, ja, ich sage Zoe, dann passt das.
Auf jeden Fall, Zoe ist ein Fahrzeug, was schon länger jetzt auf dem Markt ist, was sich immer weiterentwickelt hat mit den Batteriegrößen, ist mittlerweile bei der 50 Kilowattstunden Batterie bei. Und ich habe auch die 50 Kilowattstunden Batterie genommen. Weil ich der Meinung bin, ja, wenn man jetzt schon so ein Fahrzeug hat, dann möchte man damit natürlich auch eine gewisse Reichweite haben. Das Fahrzeug fährt dann 140 Stundenkilometer Spitze, passt, um auf der Autobahn mitzuschwimmen. Es ist manchmal, denn ich hatte das mal ausgeliehen, allerdings mit der 40 Kilowattstunden Batterie, da ist das dann manchmal ein bisschen problematisch, weil man denn doch, wenn man mal schneller irgendwo vorbeifährt, kann man eben nicht mal eben auf 150 beschleunigen und vorbeifahren, sondern dann kommt man eben maximal auf 140. Und wenn die Autobahn ein bisschen voller ist, muss man eben gucken, wann man rausfährt. Ja, dann ist es so, dass der Zoe mit 9,5 Sekunden auf 100 ist, was vollkommen in Ordnung ist, womit man ganz zügig unterwegs ist. Aber die 395 Kilometer sind natürlich schon herausragend. Wenn man sich die Fahrzeuge hier im Vergleich anguckt, dann ist das ein Fahrzeug mit der größten Reichweite, wenn man jetzt nicht auf die Fahrzeuge von Hyundai oder Kona guckt, die natürlich preislich weit weg sind. Auch vom Preis her, mit knapp unter 30.000 Einstieg, ist das Fahrzeug natürlich relativ günstig. Dann liegt er aber, glaube ich, mit der 40er Batterie vor und mit 33.590 habe ich die größere Batterie drin. Da habe ich auch so ein paar Sachen dazu genommen, weil wie immer, wenn ich sozusagen dieses Fahrzeug mit der größeren Batterie nehme, dann liege ich bei 31.990, mit der kleineren Batterie bei 29.990. Und ich denke, ja, die 10 Kilowattstunden sind schon gut und auch wenn man jetzt Kapazität verliert, sagen wir mal, man hat noch 80%, dann ist man immer noch bei 320 Kilometern. Also insofern ist das ganz gut, die größere Batterie beim Zoe zu nehmen. Was kann man dazu konfigurieren? Ja, ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Lenkradheizung dazu nehme und die Sitzheizung, an sich hauptsächlich die Sitzheizung. Die CCS-Ladeanschluss. Und das ist, finde ich, an sich relativ schlecht. Der sollte automatisch dabei sein. Der kostet 1.100 Euro. Aber das ist etwas, was man auf jeden Fall dazu nehmen sollte. Also ohne CCS-Ladung ist ein Fahrzeug, gerade so ein Fahrzeug, wo man dann auch mal auf die Strecke gehen kann, ja, ist das wirklich traurig drum, wenn man es nicht hat. Also insofern CCS-Lader drop dabei, denn die Sitzheizung dabei und dann hatte ich die Ausstattungsvariante live, glaube ich, genommen. Also die eine höhere Ausstattungsvariante und genau live. Und damit habe ich dann alles drin gehabt, was ich gebraucht habe, zumindest nach meinen Vorstellungen. Und dann liegt man mit dem Zoe bei 33.600 Euro oder 33.590 Euro, wenn man da die Förderung abzieht, liegt man bei 24.000 und hat ein Fahrzeug, was einen schon überall hinbringt. Es ist natürlich ein bisschen kompakter, trotzdem sollte man ihn sich auf jeden Fall mal angucken, weil er ist schon über die letzten Jahre gewachsen, das heißt, der neue ist schon größer als das ältere Modell und hat sich auch innen weiterentwickelt von der Verarbeitungsqualität und wie das anmutet in, also insofern auf jeden Fall mal den Zoe angucken und es bringt ja sowieso Spaß, wenn man sich ein Auto kaufen möchte, dass man verschiedenste Fahrzeuge einmal testet. Lasst uns zum nächsten kommen. Kommen wir zum nächsten Fahrzeug und dieses Fahrzeug ist der Peugeot 208 Elektro. Der Peugeot 208 Elektro. Aus meiner Sicht sieht er in Blau am besten aus, aber das ist ja auch eine persönliche Geschmacksfrage. 50 Kilowattstunden auf der Plattform vom Corsa oder vom Mokka aufgebaut. Fährt 150 Stundenkilometer und mit einer Beschleunigung von 8,1 ist er einer der Flotten hier in diesem Vergleichstest. Mit 340 Kilometer hat er eine gute Reichweite. Und mit einem Einstiegspreis von 30.450 liegt er in einem guten Bereich, nicht optimal, aber in einem guten Bereich als Einstiegspreis. Und wenn man ihn dann noch ein kleines bisschen
ausstattet, das heißt so ein bisschen Sachen dazu bringt, die aus meiner Sicht vorteilhaft sind, dass man sie dabei hat, dann kommt man mit diesem Fahrzeug auf einen Preis von 33.410 Euro. Und das ist aus meiner Sicht dann schon in einem guten, ja, das liegt doch in einem guten Rahmen. Man kommt mit 26.000 Euro bei einem Neuwagen weg, der eine gute Reichweite hat, der eine gute Beschleunigung hat und ja, vom Prinzip her ganz attraktiv aussieht. Ist natürlich aber ein kleineres Fahrzeug wie eben der Corsa. Wenn man jetzt wirklich mehr Leute mitnimmt oder wenn man eine Familie oder sowas damit transportieren will, kann man das machen, ist aber dann schon etwas enger. Ja, ein schönes Auto, wenn man zu zweit ist, dann ist das auf jeden Fall ein tolles Auto, hat so einen kleinen sportlichen Touch, auch von innen einen kleinen sportlichen Touch und deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall ein Fahrzeug, was man sich anschauen sollte, wenn man nicht gerade seine Familie da drin gut unterbringen will, weil da ist es dann schon so, dass man bei dem etwas größeren gucken muss. Leider ist es natürlich so, wenn das Auto größer wird, werden die Preise meistens auch höher. Kommen wir nun zum Citroën. Der Citroën ist ein Schwesterbrüderchen von Peugeot, vom Mokka, vom Corsa, gehört zu derselben Familie und hat deswegen auch die 50 Kilowattstunden Batterie. Dann hat das Fahrzeug eine Endgeschwindigkeit von 150, ist in 9,7 Sekunden von 0 auf 100, was alles Werte sind, die vollkommen okay sind und mit 351 Kilometer auch eine sehr gute Reichweite. Wenn wir jetzt auf den Preis schauen, dann fängt der Preis bei 34.600 Euro an oder 34.640 Euro an. Ich bin dann beigegangen und habe eben die Ausstattungsvariante Schein genommen. Da sind noch ein paar Sachen drin, vom Innenraum verbessert, ein paar zusätzliche Sachen drin bei Navigation und so weiter. Und habe als dazu noch genommen die induktive Ladung von den Smartphones und an den Vordersitzen eben eine Sitzheizung. Das waren nochmal 500 Euro drauf. Deswegen komme ich auf diese 37.840 Euro. Ja, muss man nicht, kann man. Deswegen, wenn man das dazu nimmt, dann liegt man irgendwo so bei 28.000 Euro. Vielleicht kommt man, wenn man mit dem Händler spricht, noch einen kleinen Rabatt noch zusätzlich dazu. Aber so 28.000, 27.000 Euro muss man ungefähr für das Fahrzeug dann rechnen. Hat aber ein Fahrzeug, was größer ist, was so einen Crossover-Look hat, wo man höher drin einsteigt. Ich glaube, insgesamt ist das Auto relativ ansprechend und für jemanden, der ein bisschen mehr Platz haben möchte, ist der C4 ganz bestimmt eine Wahl, die man machen kann. Wenn man jetzt wirklich auf der Suche ist nach etwas, was dann mit einem gewissen Kofferraum oder einem gewissen Innendesign ist, kann ich eben immer nur sagen, online kann man sich vieles angucken. Wenn man hingeht und sich reinsetzt, dann erkennt man, ob einem das gefällt und am besten eine Runde fahren mit dem Ganzen. Ja, der C4 ist aus meiner Sicht schon ein Fahrzeug, was man sich anschauen sollte und passt dazu auch zu den preislichen Rahmenbedingungen, die wir hier haben, ja, wo wir ja so zwischen 37.000 und in dem Rahmen, die passen, liegen so bis, ja, wo sind wir da, mal schauen, ja, wir liegen also zwischen 33.000, 600 und 37, 38, 39.000 ungefähr, wenn wir uns die Masse der Fahrzeuge angucken. Es gibt ein paar Ausreißer, aber da glaube ich, die da drüber hinweggehen, die über 40.000 sind, die sind an sich auch schon in eine andere Kategorie. Und auch der Twingo ist aus meiner Sicht eben durch seine Rahmenbedingungen zwar ein schönes Auto, hier genannt zu werden, ist auf jeden Fall richtig, aber glaube ich, ist, wenn man jetzt in dieser Auswahlkategorie ist, passt er auch nicht hundertprozentig hinein. Kommen wir zum letzten Fahrzeug. Ja, das letzte Fahrzeug ist der Dacia Spring. Ja, der Dacia Spring ist noch nicht draußen, wird noch nicht verkauft, soll ab Sommer losgehen. Der hat 27,4 Kilowatt. 27,4 Kilowatt ist
eines der Fahrzeuge mit den niedrigsten Kilowattstunden. Von der Reichweite mit 230 Kilometern gehört er auch eher nicht zu diesen Fahrzeugen, gehört an sich eher zu den Stadtfahrzeugen wie ein Twingo. 125 Stunden Spitze, 125 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit ist okay, aber wenn wir eine Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern haben, fehlt denn doch ein bisschen was. Daher ist das mit dem Twingo, der 135 Stundenkilometer hat, eher so, dass er auf der Autobahn sich wohlfühlen wird. Der Dacia Spring ist, kann zwar Autobahn fahren, aber da ist es dann wirklich so, dass man eher auf der rechten Seite bleibt. Von der Beschleunigung mit 15 Sekunden liegt er im Feld weit hinten auf dem letzten Platz, weil die Beschleunigung 15 Sekunden ist schon sehr langsam. Trotzdem ist er natürlich als E-Auto, gerade im unteren Bereich wird man feststellen, dass er doch gar nicht so langsam wegkommt von der Ampel, weil die E-Autos meistens im unteren Drehmoment gut sind. Nur wenn man auf der Landstraße überholen will, ist es natürlich schon so, dass man da ganz bestimmt den Unterschied merkt, dass man nicht so schnell vorbeigeht kann und sollte sich das überlegen, ob man nun ein etwas langsameres Fahrzeug denn noch überholt, weil da doch schon denn die Reserven ein wenig fehlen. 230 Kilometer ist gut, aber Vorsicht, es ist kein CCS-Lader im Standard drin. Das heißt, den muss man auf jeden Fall dazu konfigurieren, wenn man überhaupt mal ein längeres Stück fahren will. Wenn man natürlich nur in der Stadt fahren will und sagt, ich brauche das einfach nicht, ich lade immer an 11 kW oder an 7 kW, dann ist das in Ordnung. Ein 7 kW-Lader ist an sich drin. Das heißt, der 11 kW-Lader kommt vielleicht auch als Option noch dazu. Das Fahrzeug mit 20.500 Euro ist natürlich unschlagbar günstig. Der günstigste Wagen im ganzen Feld. Ich würde sagen, man wird auf jeden Fall so um die 1.500 bis 2.000 Euro dazu konfigurieren müssen, damit man eben die Ladeoption hat. Die Ladeoptionen sind aus meiner Sicht immer das Wichtigste und alles andere ist dann nett zu haben. Allerdings soll der Dacia Spring schon relativ gut ausgestattet sein. Die Ladezeiten sind relativ lang, das heißt, er lädt auch mit dem Schnelllader nicht so schnell, liegt fast bei einer Stunde beim Laden. Hingegen beim Twingo gibt es ja sowieso keinen CCS-Ladeanschluss. Insofern ist der Dacia, wenn man den CCS-Lader hat, dem Twingo überlegen. Und wenn man dann diese 22.000 Euro nimmt und davon die knapp 10.000 Euro abzieht, dann liegt man irgendwo bei 13.000 Euro und dann ist es natürlich schon ein sehr gutes Angebot, solange man dieses Fahrzeug nur in der Umgebung bewegt und vielleicht mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein bisschen länger unterwegs ist und sich die Zeit nimmt, eben von A nach B zu kommen, weil wenn man in Urlaub fährt und man sich da ein klein bisschen Ruhe darauf vorbereitet, dann geht das. Ich denke nicht, dass das das optimale Auto ist, um nach Portugal von Hamburg zu fahren. Aber das machen sowieso die meisten nicht. Die meisten machen eher Kurztrips, so 300, 400 Kilometer. Und dann kann man das mit so einem Fahrzeug natürlich auch machen. Das soll der Überblick gewesen sein. Und an sich war geplant, ein Film zu machen. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgeteilt, habe da insgesamt draus drei Teile gemacht. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Überblick gegeben. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.